In diesem kleinen Video haben wir mal an Raffs Testsystem Assassin's Creed 3 angeworfen. Er hat hier gerade eine GeForce GTX 680 mit Direct-CO2-Kühler verbaut. Und wie man sehen kann, kommt es zu leichten Darstellungsfehlern. Die Personen haben nämlich entweder zu lange Arme, zu lange Beine oder auch gar zu lange Körper, was dann in ja, etwas seltsamen Bildern resultiert. Und die wollten wir Ihnen hier einfach mal kurz zeigen, denn ja, die Bilder sprechen für sich.